Moment mal. Wovon? Toll. Wo bin ich denn jetzt? Ja, super. Coole Nummer. Fall ich einfach durch den Boden. Muss irgendwie ein kleiner Spalt gewesen sein zwischen den Plattformen. Aber da war noch, da rechts war noch, links auch. Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Akio! Wir mal gucken, was denn hier noch ist. Hier ist nämlich auch noch was. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Oder nur sehr zielgerichtet, weil er was ganz Bestimmtes haben wollte. Weil das da hinten. Seht ihr das? Das sieht alles gleich aus. Diese Textur da. Das ist doch bestimmt nicht gewollt. Das sieht doch richtig nicht gekonnt aus für so ein Spiel, oder? Na, 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 na. Darüber. Aber schmilzt du noch mal eine Truhe? Was soll denn das? In der Spinnnetz oder was? Springt ihr nicht darauf? Was soll denn die Hampelei? Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Ah, guck mal. Incendio konnte ich jetzt was anrichten. Kommst du näher? Wo ist ein Gegner? So. Mal weggehen zum Regenerieren. Komme ich nicht irgendwie aus dem Kampf? Soll ich irgendwie aus dem Kampf kommen können, oder? Kann ich nicht entkommen? Doch, jetzt da. Gesagt haben. Muss doch gehen. Und rüber. Wow, wow, wow. Ich dachte schon, der fällt mir wieder darunter. Einstellungen. Speichern. Das Spiel. So, und jetzt hier nochmal. Oh. Wo habe ich denn überhaupt Schaden genommen? Also ich hab ja Schaden genommen, das sehe ich ja, aber an welchem wird mich denn erwischt? Incendio. Ne, kommen wir gar nicht durch. Aber wir kriegen eine Truhe. Incendio. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Aber das hat uns jetzt gar nichts gebracht, der Hut.
Irgendwie schlechter als den, den wir haben. Den hätte er auch ruhig nehmen können. Er hätte vielleicht seinen Kopf behalten. So. Haben wir auch hier nachgeguckt. Ich bin hin. Ja. Ja. Bums. So. Hier war er wieder zum Auffüllen. Was? Was ist meine Zaubermacht? Verdammt. Habe ich das nur gemacht, weil ich hier was auffüllen konnte. Und schnell Finish quasi. Hätte ich auch ohne machen können. Den Sieg, aber... Toll. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr... Ah, die Sprüche hätten sie ein paar mehr machen sollen oder einfach sein lassen. Ganz im Ernst. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Ein besserer Schal. Oh, den können wir gar nicht tragen, weil wir Stufe 17 brauchen. Also kann ich gar nicht überlevelt sein. Bei den Sachen, die wir hier finden, die wir gar nicht benutzen können. Zum Teil halt, ne? Klingt aber schon interessant. So nach Pfeilen oder sowas, die irgendwo herschießen. Eine Erzader. Nur was für ein Erz. Popolakillisch-Handschuhe. Was haben wir hier Schönes? Ein Drachen. Über da. Ah, guck mal, das sind die Kerzen, die wir suchen. Für die Schatzsuche. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Nein, war er nicht. Es gibt keine Spur von ihm. Hamiga Powertränke. Das ist immer schön. Komme ich denn da jetzt so wieder rauf? Warum ist hier diese... Vielleicht wenn ich runterfalle oder so. Hm. Komisch. Ja doch. Zum Untergehen. Sollte sein. Damit du hier hinkommst. Okay. Man hier irgendwas? Da ist dieser Bogen. Den wir eben schon gesehen haben, wo auch die komischen Texturen waren. Ich habe schon wieder ein paar rote Gegner gesehen. Und der vorsichtige Magier speichert dann ab. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Die können Richard Jackdaw nicht enthauptet haben. Accio! Protego! Levioso! Incendio! Bams! Wolltet ihr mich angreifen? Habe ich hier einfach mal den Stein reingehauen? Okay. Ein bisschen dickerer Brocken. Well, Hauptsache, der kommt direkt vor meine Nase.
Ey, ich hab doch Ausweichrolle gemacht. Alter, weiter. Bums. Mach's gut, Monster. Seit Jack dort hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Wahrscheinlich, ja. Jedenfalls haben wir mal schön einen Finisher jetzt gemacht. Mit unserer Supermacht. Wollte ich ja nicht schon früher eingesetzt haben, aber hat irgendwie geklemmt. Nee, ehrlich, von da bin ich runtergesprungen, ne? So. Immerhin sind noch keine Kobolde noch nachgekommen. Da kommen bestimmt noch welche, die dann gucken wollen, warum ihre Kumpels sich nicht melden. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Ja, ja, ich weiß ja, wo es ist. Ich komme aber von hier tatsächlich gar nicht da ran, ne? Aber ich sehe nur... Ach, da, guck mal, da sind... Alle drei. In Reichweite. Muss ja in Reichweite sein, sonst könnte ich es ja nicht schaffen. Oh, ich glaube, da hinten ist ein, so ein Wächter-Rüstungsgedöns. Welcher hat der denn für den, Kopf kürzer gemacht? So wusch und wusch. Speichern? Ich weiß nicht, wo das Spiel von alleine speichert. Weil bisher hat ja jedes Mal, konnte man ja den Kampf wieder neu machen. Wir mussten also nicht den Kampf davor nochmal neu machen. Aber gut, dass ich nochmal meine Taschen geleert habe. Ich muss näher an die Überreste herankommen. Und an die Seiten. Die liegen da wahrscheinlich, ne? Die Überreste. Also Schwerter. Und ein Kopf. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. Oh, jetzt mal hier noch eine Seite. Nicht besser. Oh, ich dachte gerade, da kommt einer auf mich zu. Das ist eine Spiegelung. Auch nicht besser. Ja. Das waren einfach mal zwei Schwerter. Von den Kollegen hier wahrscheinlich. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Potato! Wie geht das nochmal? Ah, da. Komm ein bisschen näher. Hey, weg hier! Ich hätte auch die Rolle machen können, ich Troll. Ja, die Dinger einsammeln. Ich will die Macht einsammeln. Ja, gegen den will ich ja. Den Karium-Beschützer. Und bum bum bam bam. Oh, der wird schon One-Hit. Hätte das gedacht? Weg, 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 weg. Mach einen Finisher. Okay. Expelliarmus.
Den hätten wir erledigt. Oder die hätten wir erledigt. Wir alle erledigt? Das ist unheimlich. Was nein, das ist das? Cool. Ich finde das cool. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Ja, ich will aber erstmal hier noch ein bisschen gucken. Hier ist aber nichts. Dann gehen wir mal hier durch den Bogen. Aber immerhin auch noch keine Kobolde wiedergekommen. Wo bin ich? Woanders? Irgendeinen versteckten Raum? Der Raum wird ja geflutet. Oh je. Ich kann nichts machen. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Auf jeden Fall eine, die ich für den See brauche. Das ist mal cool. So ein Abwehrzauber quasi. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Die hier nicht rein dürfen, die halt nicht diese mächtigen Magie beherrschen, die saufen ab. Wo bin ich hier? Merlin ist bestimmt auch so einer, der das konnte. Die Frage ist nur, wie sollen die Kobolde hier reinkommen? Okay. Sind das Portale? Ah, Gemälde von diesen Zauberern. Kann das sein? Der Reckem! Gerade mal einen Schluck getrunken. Ich will erst mal gucken. Ist ja irgendwo eine Tour? Irgendwie mit den hyper mega geilen Umhang oder so? Ne. Aber mit den Porträts, da bleiben die auch irgendwie ewig. Ne? Also ich würde gerne mal wissen, inwieweit die Porträts von ihren Abbildern das Wissen haben. Also von ihren. Die sind das Abbild, also von denen, denen sie gemalt wurden. Wissen haben können, haben und allen drum und dran. Quasi damit auch unsterblich sein kann. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst... Eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Das ist doof. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist.